Nachdem ich euch bereits mein Unboxing und meinen Testbericht zum Huawei Mate 20 Lite gezeigt habe, ist es heute an der Zeit für einen ausführlichen Vergleich zwischen der neuen Mittelklasse und dem Vorgänger, dem Huawei Mate 10 Lite. Dabei haken wir nicht nur die rein technischen Daten ab, sondern schauen insbesondere auf Kamera, Display und die Performance. Während sich vergangene Huawei-Smartphones beim Äußeren sehr oft glichen, wurde beim Upgrade vom Mate 10 Lite auf dessen Nachfolger ein konsequenter Schnitt gezogen. Auf der einen und alten Seite haben wir Metall als Grundwerkstoff, beim Mate 20 Lite hingegen besteht der Großteil des Gehäuses aus Glas. Aber auch die in 2018 obligatorische Notch und eine andere Anordnung der beiden Hauptkameras lassen das neue Smartphone frischer wirken. Ob ich den Trend gutheißen will oder auch nicht, das Mate 20 Lite ist beim Display und damit auch leicht bei den Abmessungen gewachsen. Hier stehen sich nun 158x75x7,6mm beim 20 Lite und 156x75x7,5mm beim 10 Lite gegenüber. Mit 8 Gramm mehr auf den Rippen liegen die 172 Gramm des Mate 20 Lite aber immer noch sehr gut in der Hand. Sehr gut ist bei beiden Smartphones auch die Verarbeitung, die keinerlei Grund für Kritik bietet, da auch die Druckpunkte der Buttons bei beiden Geräten passen. Erste größere Unterschiede gibt es dann aber bei der Hardware. Im alten 10 Lite kommt noch ein Micro-USB, im neuen ein USB-Typ-C-Anschluss zum Einsatz. Weiterhin beträgt die Speichererweiterung beim 20 Lite mit 256 GB das Doppelte. Was beide wieder vereint, sind der Monolautsprecher und die Möglichkeit, zwei SIM-Karten parallel zu betreiben. Auf technischer Seite gibt es beim Mate 20 Lite in fast jedem Punkt einen Fortschritt. Kirin 710 zu Kirin 659, Wi-Fi RC zu B, G und N, die aktuellste Android-Firmware, eine aufgebohrte Kamera und mit 3750 zu 3340 mAh einen deutlich größeren Akku. Lediglich der Arbeits- und interne Speicher sind mit 4 und 64 GB gleich groß geblieben. Rein vom Arbeitstempo habe ich subjektiv einen leichten Unterschied gespürt, da Anwendungen auf dem 20 Lite schneller öffnen. Allerdings gibt es bei beiden Geräten nach dem App-Start teils deutliche Ruckler, vor allem bei Social-Media-Apps. Laufen beide Geräte erstmal eine Weile, so verbessert sich die Situation und auch aktuelle Spiele wie Asphalt 9 sind durchaus spielbar. Dem neuen Lite ist auch beim Akkutest die oberste Stufe des Siegertreppchens sicher, denn hier schaffte es beeindruckende 13 Stunden im Videotest. Das Mate 10 Lite kam nur auf 9,5 Stunden. Im Alltag macht sich das bei normaler Nutzung mit ca. 4 bis 5 Stunden Unterschied bemerkbar. Diesen Unterschied spürt man dann auch beim Laden, denn während das alte noch ohne Quick Charge bei 5 Volt und 2 Ampere an den Start geht, gibt es beim neuen ein 9 Volt und 2 Ampere starkes Netzteil. Aufgrund dessen, dass der Akku beim 20 Lite aber auch deutlich größer ist, liegt der Vorsprung beim Laden bei ungefähr 30 Minuten. Um nochmals auf die Lautsprecher einzugehen, auch hier gibt es einen Sieg, wenn auch sehr knapp für das Mate 20 Lite, da es vor allem oberhalb der 80% solider und weniger verzerrt klingt. Generell macht ihr hier aber bei beiden nichts falsch. Die Displays beider Geräte lösen mit Full HD Plus identisch hoch auf. Lediglich die Diagonale unterscheidet sich um stolze 0,4 Zoll, was sich auch im Alltag bei der Nutzung bemerkbar macht. Aber auch qualitativ scheint das neue Display-Panel besser geworden zu sein. Deutlich bessere Weißwerte, etwas bessere Blickwinkel und Helligkeit. Zudem wirken die Farben auf dem neuen kräftiger. Was beide dann wieder vereint, sind Blaulichtfilter und die Möglichkeit, weitere Farbkorrekturen vorzunehmen. Im Gesamten aber ein eindeutiger Sieg für das Mate 20 Lite. Bei den technischen Daten schon kurz erwähnt, hat auch die Kamera ein deutliches Upgrade bekommen. Den 20 plus 2 beim 20 Lite stehen 16 plus 2 beim 10 Lite gegenüber. Auf der Front sind es sogar 24 plus 2 gegenüber 13 plus 2 Megapixel. Was beide aber nicht können, sind 4K-Videos. Zumindest beim 20 Lite wäre das mehr als wünschenswert gewesen. Bildtechnisch hat mir das Mate 20 Lite einen Tick besser gefallen. Hier fiel mir besonders auf, dass der Fokus akkurater arbeitete und Bilder nicht nur natürlicher, sondern auch detaillierter wirkten. Beim 10 Lite war es hingegen so, dass die Farben nicht dem entsprachen, was man mit dem bloßen Auge wahrnahm. Auch war es so, dass der Fokus selbst bei einem Tap-to-Focus nicht immer ein scharfes Bild lieferte. Bei Nacht ist das neue Mate etwas lichtstärker und fokussicherer, sodass hier schneller das gewünschte Objekt anvisiert wird. Von der Qualität würde ich beide auf eine Stufe stellen, da recht schnell Bildrauschen hinzukommt, sodass man hier bei beiden von maximal durchschnittlichen Bildern sprechen kann.
Die Frontkamera, mein ärgster Feind, hat es mir auch bei diesen Smartphones nicht leicht gemacht, sodass es echt schwer war, das weniger schlechte Smartphone zu küren. Von den Daten müssten sie beide sehr gut sein, ich bekomme aber tatsächlich meist nur Schmalz auf die Mattscheibe, sodass Bilder, egal wie weit weg ich die Teile halte, meist nicht scharf genug sind. Tendenziell würde ich aber sagen, dass auch hier das 20 Lite etwas besser ist. Auf beiden Kisten kommen Android 8 Oreo inklusive der Huawei eigenen Emotion UI zum Einsatz. Beim 10 Lite, also dem alten Modell in Version 8.1, beim 20 Lite bereits mit 8.2 und dem mysteriösen GPU Turbo. Ob letztgenannte Technologie tatsächlich etwas bringt, sei mal dahingestellt. Optisch gibt es auf beiden Geräten aber kaum Unterschiede. So werden zu Beginn alle installierten Apps zentral auf den Startseiten abgelegt, lassen sich im Nachhinein aber noch in einen App-Drawer packen. Auch wenn der Nutzer eine identische Oberfläche vors Gesicht gesetzt bekommt, so läuft sie auf dem neuen Modell doch einen Tick schneller, was vor allem beim gleichzeitigen Öffnen von Anwendungen deutlich wird. Wer bereits ein Huawei oder Honor Smartphone besitzt, wird sich hier auch sehr schnell zurechtfinden. Wer vielleicht bei den ersten beiden Kapiteln noch dachte, dass sich das Mate 10 Lite recht gut schlägt, musste im weiteren Verlauf jedoch feststellen, dass es in den meisten Belangen gegenüber des 20 Lite keine Chance hat. Angefangen bei USB-C, ein schnelleres Netzteil und Wi-Fi-RC, aber auch beim Display und den Kameras ist das neue eine ganze Ecke besser. Bei ersterem sind vor allem der Weißwert, Helligkeit und auch Farbintensität auf einem besseren Level und auch die Kamera kann mit einem besseren Autofokus und Lowlight-Eigenschaften den Vergleich für sich entscheiden. Aufgrund des größeren Akku sind zudem bessere Akkulaufzeiten möglich. Wo ich lediglich einen kleinen Vorsprung sehe, ist bei der Performance. Hier hätte ich mir vom Kirin S710 mehr gewünscht. Unterm Strich ist das Mate 20 Lite, wenn der Preis außen vor gelassen wird, der Sieger in diesem Duell. Mit Preisen von 220 zu 390 Euro gibt es aber auch eine sehr große Lücke, die in dieser Größe nicht gerechtfertigt ist. Wenn ihr also tatsächlich über einen Wechsel oder Upgrade auf das 20 Lite nachdenkt, dann wartet noch einige Wochen, denn dann sollte sich der Neuling bei ca. 300 bis 320 Euro einpendeln. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Vergleiches zwischen dem Huawei Mate 10 Lite und dem Huawei Mate 20 Lite. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr das Video vielleicht liked, mit euren Freunden teilt und vor allem auch das Video kommentiert und natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.